Hallo, heute gibt es wieder ein neues Video. Ich habe diesmal einen kleinen Vorspann, da erzähle ich was von meiner Barbie-Puppen. Und ich habe hier die Videospielheldin, die ist original, die kann man ganz leicht durchkämmen. Ist doch schön. Und dann habe ich mir eine Barbie neu gekauft, das ist hier eine Made-to-Move Barbie. Die hat ganz viele Gelenke und die kann ganz tolle Bewegungen machen. Also das ist ganz toll. Und die hat originalmäßig eine schöne Lockenpracht. Und die wollte ich auch durchkämmen. Und das hat nicht geklappt. Und da dachte ich, warum geht das nicht? Und dann habe ich sie die Haare gewaschen und geföhnt. Und das war ein großer Fehler. Weil die Haare sind aus Plastik, die sind dann geschmolzen und da waren die schönen Locken kaputt. Und da habe ich die restlichen Haare, die noch da waren, das rausgeschnitten, was schlecht war und was gut war, das ist erhalten geblieben. Und da habe ich ihr dann einen Pferdeschwanz draus gemacht. Aber da war ich ganz traurig. Und irgendwann kaufe ich mir noch so eine zweite von der Puppe, die ist super süß. Und dann kriegt sie noch eine Zwillingsschwester. Und die ist, wenn man sie auszieht, wunderschön, die sieht aus wie die Venus von Botticelli und die ziehe ich aber jetzt nicht aus, sonst kriege ich wieder eine Verwarnung wegen Nacktheit und Pornografie in meinem Kanal. Das muss ich nicht provozieren, deshalb lasse ich sie angezogen, aber ich mache vielleicht in meiner Homepage dann mal eine Barbie-Seite mit Fotos und da kann man sie auch mal nackt zeigen, aber nicht auf YouTube. Naja, also das ist meine Made-to-Move und das war ein großer Kummer und es war halt ein Malheur mit den Haaren, aber das sieht ja auch ganz süß aus. Jetzt kann ich sie wieder, also die kann alles Mögliche an Bewegungen, das ist richtig klasse. Es gab noch nie so bewegliche Barbies wie die, eine richtig große Freude. So, jetzt stelle ich die mal hier hinter, die Beinchen zusammen, kommen sie zu den Schwesterchen da. Weil ich wegen Nacktheit und Pornografie eine Warnung von YouTube bekommen habe, weil sich da jemand drüber aufgeregt hat, habe ich meine Homepage wieder restauriert und dabei auch das PDF-Format genauer unter die Lupe genommen. Und das brauche ich auch für meine Videos und auch für meine technische Arbeit. Ich habe jetzt hier noch eine Sache, die will ich erzählen. Das ist eine PDF-Datei, eine Seite, die ist ausgedruckt und das ist ein 4K-Monitorbild abfotografiert, also 3840x2160 Pixel und es wird so fein, dass man es eigentlich nicht mehr sehen kann, also das ist wie Mikrofilm. Man kann diese PDF-Dateien mit einem Betrachter Adobe Reader oder sonst was anschauen und hochvergrößern, dann sieht man das alles. Das schauen wir uns jetzt auch im folgenden Video an und da werde ich heute drüber sprechen und ich führe auch Fortschritte von meiner X128 Architektur vor. Das ist eigentlich das Hauptthema von dem Video. Das war jetzt nur ein Erzählvorspann. Und jetzt geht es mit der Computerarbeit weiter. So, jetzt geht es hier mit der Programmiererei weiter. Ich bin hier in einer meiner Displip-Dateien drin und die erzeugt die Ausgabe. Das sind hunderttausende Zeilen Code, was das alles umfasst. Das ist ein kleiner Ausschnitt. Ich mache jetzt hier mal eine kleine Korrektur, dass man sieht, wie man so programmiert. Ich muss hier die Label etwas ändern, weil das so nicht mehr stimmt. Das ist aus einer anderen Systematik. Das war noch aus dem Media-Register-Ausgabe, die vektorartig sind. Ich brauche hier diese Vektorform nicht und deshalb ändern sich auch die Namen der Labels. Also das ist so sieht es halt aus, wenn man programmiert. Und da ist es ganz gut, man ist so ein bisschen autistisch und gestört, weil das normale Menschen überhaupt nicht aushalten, sich da jahrelang mit so Zeug zu beschäftigen. Und für mich ist es vielleicht eine Chance, was Sinnvolles zu tun. Und
Das gucken wir uns jetzt mal an. So, jetzt habe ich die Labelnamen verändert, weil die Struktur sich verändert hat. Da war so eine noch eine Schleife drin, so eine Loop, die abgearbeitet wurde, und das ist in den Zahlen, wird das alles abgebildet, und das habe ich jetzt verändert. Jetzt haben wir das überarbeitet, das kann ich jetzt nicht alles erklären, das kann man sich vorstellen, was das in etwa sein ist. Jetzt tue ich das abspeichern. Jetzt gehe ich hier in den Speed Commander und tippe hier ein A2M und drücke hier auf Return. Damit startet er eine Batch-Datei Assemble. 2 ist die 64-Bit-Schiene. M heißt mit Microsoft Assembler. Das hat er jetzt gemacht. Jetzt mache ich das gleiche A2N. Das ist der Assemble zu 64-Bit mit dem NetWide Assembler. Und das ist der durch, und er hat keine Fehler angezeigt, das ist sehr schön. Jetzt A2U, da sieht man, hier sind die Batch-Dateien, also hier oben, das ist, könnte man sich jetzt alles anschauen, nur das führt zu weit, das alles zu erklären. Das muss man mal in so einer Art Doktorarbeit, will ich das alles komplett aufführen, wie so ein Programmiersystem funktioniert. Das soll jetzt nicht das Video füllen. Soll nicht länger als eine Stunde werden. So, jetzt machen wir nochmal A1J. Das ist, das war jetzt A1J, wenn ich das eingetippt habe. Das ist Assemble 1, ist die 32-Bit-Variante, und J ist der Yet Another Assembler. Und dazu muss man wissen, der MASM von Microsoft und der UASM sind gleich, und der NASM und YASM, das sind Klone, und es lohnt sich deshalb, so Quellcode durch verschiedene Assembler zu leiern, weil die unterschiedliche Fehlerbedingungen finden, und der eine beschwert sich über das eine Fehlertypus und der andere über andere Fehlertypus, und wenn es durch alle Assembler durchläuft, dann kann man hoffen, dass kaum Fehler drin sind. Also deshalb ist es wichtig, mehrere Assembler parallel laufen zu lassen. Und ich kann 32-Bit Code erzeugen aus mit MASM, NASM, UASM und YASM, und das gleiche auch mit 64-Bit. Und der Witz dabei ist, ich habe immer den gleichen Quellcode, was man hier sieht, und dieser Quellcode überdeckt auch die neue 128-Bit-Architektur, die ich am entwickeln bin. Also wenn das mal irgendwie umgesetzt wird, dann war ich der Entwickler, und in dem Moment, wo ich hier gerade sitze mit meinem Adult-Baby-Kleidchen, ist das eine Momentaufnahme aus der Entwicklung eventuell einer in der ferneren Zukunft bedeutenden Prozessorarchitektur. Das weiß ich nicht, wie das ganze Ding ausgehen wird. Aber es ist eine Momentaufnahme aus dem Entwicklungsprozess. So, jetzt haben wir das übersetzt, und jetzt gehe ich mal hier auf diesen Button, und da sind wir im Visual Studio von Microsoft. Das hat, beim letzten Mal habe ich gesagt, ich weiß noch nicht, ob das funktioniert, und es funktioniert. Ich habe also jetzt hier mein Displip-C-Code, also das, was das Displip aufruft. Von der C-Seite, das ist das, was die Anwendungsprogrammierer, die mal mit meinem Displip-System programmieren werden, die werden das sehen. Die sehen nicht das Assembler-Zeug, das sehen nur ich oder Leute, die sich für Assembler interessieren. Das, was der Nutzer von Displip sieht, ist halt dieser C-Code. Und dieser C-Code ist strikt nach Fortran 77-Regeln aufgebaut. Das heißt, meine Zielsetzung ist, dass der Quellcode in C und in Fortran möglichst identisch aussieht, dass nur, wenn man von der einen Sprache zur anderen wechseln will, geringe Änderungen nötig sind. Und das geht, und es geht deswegen, weil Displip die ganze Ein-Ausgabe und so weiter übernimmt. Das heißt, worin sich Fortran und C deutlich unterscheiden, ist Ein- und Ausgabe. Da beim einen heißt es Printf und beim anderen Write, und das sieht unterschiedlich aus.
Weil aber das Displip die gesamte Ein-Ausgabe übernimmt, sieht es auf C und Fortran genauso aus. Also das ist ein großer Vorteil. Und das heißt, dieses Displip erzeugt fast eine neue Programmiersprache, wird aber benutzt mit standardmäßigen C- oder Fortran-Compiler. Also wie man will, Fortran ist eigentlich schöner für numerische Anwendungen, das C ist für Numerik, für mathematische Physik und so weiter eigentlich nicht so schön geeignet wie Fortran, aber das C ist als Systemprogrammierersprache leistungsfähiger als Fortran. Fortran ist halt nur ein Formula-Translator. Aber was ich mache, ich will ja damit naturwissenschaftliche Lehrmittel machen und es als Programmiersystem für Schule und Uni und so vorhalten. Und da ist diese Sache sehr schön, so wie ich es mache. Und da ist das Fortran eigentlich auch das Schönere, weil das das Einfachere ist, aber das ist jetzt hier C. Jetzt ist das Visual Studio ist ziemlich kompliziert. Das ist von Microsoft eine ziemlich universell einsetzbare Entwicklungsumgebung. Da kann man also auch Python und zig Sprachen programmieren. Auch von Intel gibt es eine Fortran- und C-Compiler-Suite. Die benutzt das Visual Studio als Editor. Das heißt, Intel tut überhaupt kein eigenes IDE mitliefern. Die sagen dann einfach, gibt es dann ein Plugin, dass man es auch hier benutzen kann. Ich habe die Intel Compiler leider nicht, weil mir das Geld fehlt. Die kosten jeweils 500 Euro und ist mir im Moment zu teuer. Und das Visual Studio kann man sich kostenlos laden. Da muss man ein Microsoft-Konto anlegen und dann darf man das benutzen. Es ist sehr kompliziert und ein umfangreiches Tutorial kann ich nicht machen über das Visual Studio. Ich habe so weit hinbekommen, dass es läuft und dass man sieht. Jetzt mache ich Folgendes. Ich starte das hier und das ist im Moment läuft das alles im Debugger-Modus, weil das Visual Studio auch einen hervorragenden Debugger hat. Der geht selbst in meine Assembler-Dateien rein, wenn ein Fehler ist und sagt mir, wo in meinem Assembler-Code der Fehler ist mit dem Quellcode. Das ist, also es macht kein anderes Entwicklungssystem so schön wie das Visual Studio. Das ist also echt klasse. Jetzt bin ich hier in meinem Programm drin. Das kennen wir vielleicht schon. Jetzt mache ich hier 5. Da öffnen wir die Displip-haltigen Code-Teil. Und jetzt entsteht Ausgabe. Ich bin so weit, dass ich für die komplette x128-Architektur Ausgabe, also Debugging-Ausgabe produzieren kann, die wird jetzt hier ausgegeben. Und das dauert relativ lang, weil wir haben im x128 ziemlich viele Registervarianten und die werden von dieser Ausgabe jetzt quasi komplett überdeckend dargestellt. Das gucken wir uns dann noch im Detail an. Jetzt leiert der mal durch. Ist wohl gerade bei den Floating-Point-Dingern und jetzt kommen die Media-Register, also das XXM-Einheit, das sind so vektorartige Rechenregister, die erzeugen, da kann man also 16 Bytes auf einmal rechnen lassen, das ist im Bereich Media, also Video, Bild und Bearbeitung und so kann man die anwenden, aber es ist in der normalen Programmierung schwer, die wirklich zu nutzen. Und die sind auch nicht so wichtig, die haben für mich keine Priorität. Ich benutze die auch quasi nicht. Aber ich habe jetzt das Debugging-Output, das überdeckt auch die neue x128-Architektur und die Möglichkeiten, die da drin stecken. Das wird also hier dargestellt. Also das ist, braucht ein bisschen länger. Und die Ausgabe ist jetzt die neue Output-Library und die ist relativ schnell. Jetzt, wenn das durchgelaufen ist, kam mir noch ein Schnipsel von der alten. Jetzt mache ich hier mal weiter. Jetzt drücke ich hier einfach, dann startet der jetzt noch 8 weitere Threads und 8 weitere Konsolen. Das habe ich schon beim letzten Mal vorgeführt, dass das funktioniert. Und die Ausgabe ist hier langsam, weil das ist die alte Output-Library und die hatte noch so Sleeps drin, weil das beim Windows 98 notwendig war. Das sind also noch so Reste von früher. Jetzt mache ich mal Folgendes. Ich drücke hier. So, jetzt kriege ich eine Fehlermeldung. Und jetzt sieht man, die Fehlermeldung ist hier auf dem Monitor hier drüben erschienen. Ich schiebe die mal rüber auf den Hauptmonitor, der abgefilmt wird. Und das ist meine Error-Message-Box. Und da sieht man die Register
werden ausgegeben und das QUAX sind die neuen 128-Bit-Universalregister. Bis dahin könnte ein realer Prozessor wirklich in Silizium gegossen werden. Meine Architektur geht noch weiter, aber ob das hier realisiert wird. Also es geht da noch weiter. Wir haben die Universalregister gehen bis 31. Wir haben 32 Universalregister, 32 Floating Point Register und 32 XMM-Register, also diese Vektorgrößen für die Media-Bearbeitung. Und in dieser Errorbox werden nur die Integer-Register von der x86-Einheit ausgegeben. Die brauchen wir beim Debuggen. Wenn was falsch ist, kann man sehen, was passiert ist. Das Wichtigste ist hier immer das Register QUAX. Das ist also RAX oder EAX oder wie sie heißen. Das gucken wir uns gleich noch genauer an. Jetzt drücke ich hier auf OK. Und jetzt tritt dieser Fehler nochmal auf. Dieser Fehler liegt daran, dass in meiner Library was noch nicht fertig ist. Ich ziehe es jetzt hier nochmal rüber. Und dann sieht man es nochmal. Jetzt ist es so, wenn man für mehrere Monitore programmieren will, ist es gar nicht so einfach. Andere, auch bedeutende Softwareunternehmen scheitern daran, dass es sauber funktioniert. Ich bin ja eine relativ kleine Wurst. Und es ist so, diese Messagebox soll eigentlich so dann programmiert werden, ich sage jetzt, hier soll sie erscheinen und wenn ich die jetzt wegklicke, dann soll die immer wieder hier erscheinen, in einer bestimmten Stelle von einem bestimmten Monitor. Und bei diesem Multimonitor-System ist es wohl so, dass jeder Monitor seine eigene Textmetrik hat, auch durch die unterschiedlichen Pixeldichten. Und nur wenn man das wirklich alles sauber programmiert, funktioniert das richtig. Und viele oder einige Softwareunternehmen haben das nicht wirklich beherrscht. Und da habe ich auch Ärger immer, wenn ich beide Monitore anhabe. Und mein Programm, das soll irgendwann auch sauber multimonitorfähig sein, aber da bin ich noch weit von entfernt. Jetzt mache ich das wieder weg. Und jetzt das Problem, dass der Fehler auftritt, ist, dass ich hier eine 0 eingebe und die 0, wenn noch nichts vorher aufgerufen wird, führt zu einer Fehlerbedingung in meinem Programm, die an sich nicht schlimm ist, aber die noch nicht gelöst ist. Jetzt kann man nochmal gucken, wir haben jetzt, das ist die Ausgabe in der Konsole 1. Ich kann jetzt zur Konsole 2, zur Konsole 3, zur Konsole 4, zur Konsole 5, zur Konsole 6, zur Konsole 7, zur Konsole 8 und zur Konsole 9 umschalten. Das sind jeweils eigenständig laufende Threads in einer eigenständigen Console-Screen-Buffer-Seite. Also das habe ich schon mal vorgeführt, das ist nichts Neues, aber das geht. Jetzt, was das Neue ist, ist die Ausgabe von diesen Registergeschichten. Jetzt gehen wir mal hier hoch und scrollen das hin, wo es losgeht. Und das geht hier los mit den Universalregistern. Die heißen jetzt HAX, also HADX, das High Byte von AX, HDX, HCX, HDI, HSI, HBX, HBP und das geht bis H31 und ich kann, meine Library macht eine Signed Integer, ein Unsigned Hexadezimal, ein Unsigned Binary, ein Unsigned Octal, ein Unsigned Dezimal. Und dann gibt es noch mit beliebiger Basis von 2 bis 36, das ist im Display allgemein verwirklicht. Und dann gibt es noch Strings. Und jetzt gehen wir mal weiter, das ist BBUX, BDX, BCX, das sind die Bytes-Formen, das untere Byte vom Universalregister. Das ist genauso gebaut, wie es halt auf dem Intel x86 Register ist. Das wird auch auf der 128-Bit-Architektur fortgesetzt. In gleicher Weise. Es wird einfach weiter aufgebohrt. Da haben wir das Gleiche. Und jetzt gehen wir weiter. Hier sind wir bei den Bytes. Also W, Wort AX, Wort DX. Das sind 16-Bit-Größen. Und da passen schon 5 Dezimalstellen rein. Und das geht dann hier weiter mit den S-Dix, das ist Single Precision. Ich führe mit der X128-Architektur eine neue Systematik ein, was bisher EAX war, das Extended Register. Von früher ist heute ein Single Precision, also in meiner Architektur eine Single Precision Größe. Dann kommt
das, was jetzt 64-Bit ist, das heißt jetzt RAX, RDX und so weiter, das wird umgetauft in DAX, DDX und so weiter. Das ist Double Precision. Das ist das, was der heutige X64-Prozessor beherrscht. Diese Größe bis hierhin kann man es wirklich rechnen. Und das funktioniert. Und die nächste Größe, das sind dann die QUAX-Register. Das ist Quad Precision. Also wenn der Prozessor mal realisiert wird, dann wird die Firma Intel werben damit. Nun gibt es den X86-Register mit Quad Precision. Also das ist hier drin. Dieses Q wird irgendwann vielleicht in 20 Jahren einen Werbeslogan für Intel geben und sagen, wir haben jetzt einen Quad Precision Intel-Prozessor. Und ob da was draus wird, weiß ich noch nicht. Aber hier steckt es drin, hier kann man es sehen. Und das Quad Precision hat 128 Bits und liefert halt dann 20, ich weiß nicht, 40 Dezimalstellen und 32 Hexadezimalstellen und halt 128 Binärstellen und so weiter. Dann meine Architektur gibt 3 Bit für die Größe, das sind 8 verschiedene Größen und deshalb geht das Spiel noch weiter. Es gibt dann noch eine Registervariante GAX, das ist Great Precision oder irgend sowas. Also das G, die Buchstaben waren frei, die sehen schön aus. Es geht auch um die Optik vom Quellcode, dass das gut aussieht, dass es ein angenehmes Schriftbild gibt und da war das G sehr schön geeignet. Da haben wir also jetzt 256 Bit. Bis dahin geht die jetzige Intel-Architektur problemlos, weil beispielsweise Shift-Befehle haben ein Byte Opcode und da kann man bis zu 255 Bit weit shiften. Das geht bis zu dieser Größe. Also bis zu dieser Größe kann man die Intel-Architektur ohne Änderung im Quellcode einfach aufbohren. Und ob das hier realisiert wird, ist schon ein bisschen weit hergeholt. Und dann das Letzte, was reinpasst, ist die PAX, PDX und so weiter. Das ist mit 512 Bit für die Integer-Register. Und das sind 64 Byte pro Register. Das wird wahrscheinlich nie realisiert, das passt aber noch rein. Und das P kann man als Fantastic Precision oder auch als Pointer Precision. P ist, kann man sagen, das ist Pointer und die Pointer sind immer die längste verfügbare Registergröße, weil davon hängt ab, wie viel Speicherplatz man adressieren kann. Also den Speicherplatz, den man mit sowas adressieren kann, den wird es niemals geben. Also das könnte man mal durchrechnen, das will ich in der Doktorarbeit, die ich eventuell mache, mal so Beispiel machen, sagen wir mal, dass das natürlich keinen Sinn mehr macht, so einen Adressraum adressieren zu wollen. Aber zum Rechnen macht es einen Sinn. So große Zahlen kann man rechnen, wenn man will. So, dann kann man das Gleiche, da gibt es jetzt hier in der Ausgabe noch so Dump, so Hexadezimal-Dump-Versionen. Die sind sehr wertvoll, wenn man Strings oder irgendwelche Datenstrukturen analysieren will. Dann bietet diese Ausgabe eben solche Hexadezimal-Dumps. Also jeder, der programmiert, kennt einen Hexdump. Und hier habe ich so einen ganzen Zoo von Hexdump-Varianten, die mit Bytes, Words und D-Words, also mit der Single Precision mit 32 Bit geht. Damit kann man auch die Unicode-Sachen darstellen, also UTF 16 und UTF 32, kann man dort in der Hauptseite, also bis ohne die supplementäre Dinger da, kann man damit darstellen. Und können wir jetzt hier auch in den Hexdump, können wir jetzt irgendwelche Hieroglyphen zeigen, solange sie in der Hexdump ist, weil die Konsole kann auch nur die erste Seite vom Unicode, die ersten 65.000 Dinger, die es da gibt. Also das sind, und dann geht es weiter mit Strukturen. Und jetzt, das sind Ausgaben von Datenwerten, Byte-Datenwerten aus dem Speicher. Also da kann man sagen, wir haben eine Speicherregister LUX, das ist der Long
AX Long DX und der zeigt auf ein Memory Byte und dieses Memory Byte wird hier dargestellt. Also so geht dieses Dings, das ist S ein Single Value, das ist wieder 32 Bit, da wird eine Speicherzelle mit 32 Bit ausgelesen und dargestellt. Und das geht also auch weiter, das ganze Spiel bis zum den 64 Bytes oder 512 Bits. Und dann geht es hier weiter, aber hier sind wir jetzt bei den erweiterten Temporals, bei dem Fließkomma-Prozessor, bei der x87-Architektur. Aber bevor wir uns das anschauen, gehen wir jetzt mal wieder hier zurück in meinen Editor und schauen uns die Seite, die Datei IOL40 an. Da könnt ihr jetzt auch einen langen Vortrag über die Datei, die ist 80.000 Zeilen lang, da wird dieses ganze Zeug aufgerufen, aber das will ich jetzt nicht auch alles noch zeigen, das kostet zu viel Zeit. Das ist ein Überblick über die Register vom x128-Prozessor. Das, was hier drüben gezeigt wird, dieser Bereich, ist die gegenwärtige x64-Architektur. Das sind die Registernamen, die im Moment offiziell gelten. Ich tue diese Registernamen neuen Namen geben und der neue Name ist hier gezeigt. Und diese neue Namensgebung, die geht eben bis zum x512 glatt durch. Das ist das Schöne. Und ich habe jeweils 32 Register. Jetzt gucken wir uns das mal genau an. Hier oben dieses Rechteck, das ist bis 16 Bit und das ist die Größe, die beim Intel x86 von 1970 oder so realisiert wurde. Also der erste 16-Bit-Register-Prozessor von Intel sind die Register in dem kleinen Quadrat. Dann 1993 irgendwann kam der x86 raus. Das war der erste, der 32-Bit konnte. Der Intel war da ein bisschen hinterher. Motorola hat es vorher im Amiga. Ich hatte vorher einen Amiga, der hatte schon die 32-Bit-Register, zumindest teilweise. Und Intel war da im Rückstand und die haben das dann aufgeholt. Und als der Intel 32-Bit-Prozessor da war, dann hat er alle anderen abgeräumt, weil der war leistungsfähiger. Das ist also hier dieses Rechteck, das ist 1990 etwa. Und das nächste Rechteck, dieses Rechteck, das ist die bisher und im Moment gültige x64-Architektur mit den umgenannten Registern. Das ist eigentlich hier RAX alles, also das ist nicht DAX, sondern RAX, RDX und so weiter. Das sind hier die Namen, die dort sind, die sind aber gar nicht gut, die Namen müssen geändert werden. In x128 heißt es anders und in meiner Assembler-Programmierung, die man ja auch für den jetzt gültigen Prozessor benutzen kann, ist die Namensänderung schon durchgezogen. Ich programmiere nicht mehr in den alten Namen. Und das, was neu ist, ist einmal, also hier wurde auch 64-Bit erweitert und es gibt 16 Register in der jetzigen x128-Architektur. Meine 128-Bit-Architektur geht erstmal nur bis 128-Bit und wenn das realisiert würde, wäre es schon ein Wunder, dass es noch zwei weitere Optionen gibt. Naja, mal sehen, ob das in 100 Jahren gemacht wird, aber das weiß man nicht. Ich habe also eine 128-Bit-Variante. Und ich habe 32 Register, also hier geht es H08 bis H15, das ist was jetzt existiert. Oder genauer gesagt machen wir mal hier die großen, die High gibt es gar nicht. Der hat nur die Byte-Variante, also die Byte-Dinger sind erfüllt, aber die H-Dinger gibt es nur auch im neuen, jetzt im x84 nur die früher auch schon vorhandenen, die brauchen wir auch nicht so oft. Aber die anderen, die gibt es alle auf dem x84, also hier mein PC, der hat einen Intel i7 drin und der erfüllt halt das, der ist hier, dieses Rechteck wird da erfüllt. Und es geht dann hier weiter, einfach mit den Registern weiter hoch. Also da bin ich dann dort. Und die Erweiterungsoption gibt es noch, weil ich dann noch Platz über habe. Wenn es die nicht gibt, dann verschwende ich pro Adressierungsaufkommen 1,5 Bit Code, wenn das nie realisiert wird und das ist zu verschmerzen. Also man muss nicht sagen, das wird so gequetscht, dass gerade die 128 noch reinpassen. Nein, ich habe es ganz systematisch gemacht und habe dadurch zwei Größen noch frei und die kann man ausfüllen, wenn man will oder auch nicht.
Dann gibt es so Memory-Adressierungsnamen, können wir auch lange erklären, aber das mache ich dann mal irgendwann in eine PDF-Datei rein. Und diese PDF-Datei kann ich in meiner Homepage veröffentlichen als Vorgriff auf diese Doktorarbeit, die ich gerne machen würde, die die Unis mir aber verweigern. Also das wird noch ein Politikum, aber jetzt nicht. So, jetzt geht es mit den Fließkomma-Prozessor weiter. Der jetzige x87-Prozessor hat die Register ST01, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, also 8 Fließkomma-Register. Die werden adressiert mit so einem komischen Schieberegistersystem, so einem Stack-Registersystem, was so ein bisschen verwirrend ist, aber was wohl eine Option gebildet hat, mit möglichst einfacher Adressierung die habhaft zu machen. Die x128-Adressierung macht es anders. Als Untermenge muss die alte Adressierung erhalten bleiben, damit man Code schreiben kann, der für den jetzigen x32 und x64-Prozessor funktioniert und für den neuen. Und wenn man für den neuen auch programmiert, darf man natürlich nur das benutzen, was es schon gibt. Und das neue kann man natürlich nur auf dem neuen Prozessor benutzen. Und jetzt gibt es hier auch Größenvarianten, und weil ich keine High- und Low-Byte habe, sondern nur eine Bytegröße, die ich adressieren kann, bekomme ich mehr. Ich habe also eine 8-Bit, eine 16-Bit, eine 32-Bit, eine 64-Bit. Das ist jetzt das Maximum, was der x87 kann. Es gibt eine 128-Bit, eine 256-Bit, eine 512-Bit und eine 1024-Bit. Dann sind meine drei Adressierungsbits aufgebraucht. Das heißt, ich kann von der Systematik her Fließkomma-Größen bis 1024 Bytes, nee, Bits, also 128 Bytes adressieren. Das ist drin. Wie weit man die irgendwann ausfüllt in der Siliziumsache, das wird man sehen. Mein Displip kann das alles, und das kann weit hinaus. Das kann bis jetzt 0,5 Gigabyte, also es ist unendlich groß. Das wird halt dann als Integer-Arithmetik gemacht, und das werde ich vielleicht in einem Jahr dann vorführen, wenn das endlich alles sauber funktioniert. Und ich habe jetzt diese x128-Architektur im letzten Jahr vor allem bearbeitet, dass ich weiß, so sieht's aus und so bleibt es. Und das führe ich jetzt vor. Und wir haben auch dann die Fließkomma-Register gehen bis, es gibt 32 Stück, die heißen normal Temporal 00, 1, 2, 3 bis 31. Es gibt also jetzt nicht nur 8, sondern 32 Fließkomma-Register, und die Fließkomma-Register soll man genauso wie die Universalregister wahlfrei zugreifen können. Da wird dieser Schieberegister-Algorithmus, der wird abgeschafft. Der bleibt als Teiladressierung für die ersten 8 Fließkomma-Register erhalten, wegen der Rückwärtskompatibilität. Aber an sich ist es Schwachsinn. Die neuen Register sind Random Access, also die kann man wahlfrei zugreifen. Und es gibt 32, da brauchen wir natürlich ein paar Bits und Bytes mehr in der Adressierungsdekodierung, aber das kann man durchaus in Kauf nehmen. Und dann kann man abspeichern in Memory als Integers, als Unsigned Integers, als Floating Reals. Also ich habe jetzt hier auch ein neues Namensschema, das könnte ich auch alles erklären, aber das tue ich lieber in der PDF-Datei alles erklären. Da sagen wir, man kann eine Real-Variante, also R08F bedeutet, gedacht ist eine Real-Zahl mit 8 Byte, also eine Double Precision. Und das wird bearbeitet mit dem Fließkomma-Prozessor, also mit der x87-Einheit. Und man kann für Mathematiker, die das gern haben, die können Variablen dann auch als J08 bezeichnen. J ist der imaginäre Teil, wenn man mit komplexen Zahlen arbeitet. Man könnte auch beides zu einer C08F zusammenfassen, aber Displip selber hat keine komplexwertigen Zahlen intern. Das muss man dann explizit programmieren aus Reals und Integer und Imaginäres, wenn man es will. Also, und das sind so Namensvarianten, wie man die dann bezeichnen kann. Und das wird im Fortran und C-Code genauso diese Namensregel wie im Assembler-Code. Da habe ich also auch die letzten Wochen eigentlich drüber gebrütet, wie kriege ich das hin, dass das möglichst einheitlich ist und dass Fortran, C und Assembler immer wieder die gleichen Namensstrukturen bekommen. Das wird dann auch in C
Scaling-Variablen geben. Also da können wir jetzt über die Keimstruktur vom Fortran und über die auch unbefriedigende Datenlängen im C das debattieren, aber ich werde heute nicht über C diskutieren. Später wird es auch so ein Tutorial als Video geben, wo ich über das C und das Fortran das genauer darstelle, wie die X128-Architektur auch die Programmiersprachen weiterentwickeln werden, auch mit der Namensgebung und mit dem großen Zoo neuer Größen, die da entstehen. Also ich habe auch eine Quad Precision Floating Point und das kann ich halt eben bis zu dieser Extended Size, das sind 330 oder 320 Dezimalstellen, die in die letzte Floating Point reinpasst. Und dann haben wir die Media-Register. Die Media-Register werden auch erweitert. Es gibt 32 Media-Register und die gehen auch bis 1024 Bits. Also im Moment gibt es so AVX einzelne Opcodes, die bis 512 Bits gehen. Diese XMM-Einheit ist hochgradig chaotisch und die bedarf einer grundlegenden Überarbeitung. Das werde ich alle als Einzelerfinder nicht mehr machen in meinem Leben, weil das zu groß ist. Und da hängt es wieder davon ab, gelingt es mir, mein Projekt zu institutionalisieren. Ich würde gerne ein Universitätsseminar darum machen, was einmal in Zusammenarbeit mit Intel das weiterentwickelt und was auch vielleicht ein Vorgriff auf mein Schloss Fünfeck-Projekt Idee ist, aber das ist im Moment unklar, was da passiert, aber es hängt damit zusammen und der Arbeitsaufwand, der in den Media-Registern drin ist, ist zu groß, um in von meinen noch verbleibenden 10 bis 20 Jahren Arbeitsfähigkeit bewältigt werden zu können. Das muss auf jüngere Menschen in institutionalisierter Weise übertragen werden. Also und wie was da draus wird, weiß ich noch nicht. Jetzt gucken wir uns mal an die neuen Media-Register. Werden auch erweitertes System. Das jetzige System sagt, wir haben 16 Byte und die kann man einteilen in Bytes, Words, Single Precision, Double Precision und Quad Precision. Je nachdem, wie klein sie sind, passen immer mehr oder weniger rein. Die X128-Architektur gestattet, Memory-Größen zuzugreifen als Byte, Word, Single, Double, Quad. Create P, also Fantastic Precision mit 512 Bit und X, das ist dann Extended Precision mit 1024 Bit oder 128 Bytes. Und alle Größen können von den Opcodes wieder eingeteilt werden in Bytes, Words, Single, Double, Quad, Create, Fantastic und Extended. Und das Adressierungsschema passt komplett in meine X128-Adressierungsarchitektur rein. Und da kann man natürlich sagen, also gesetzten Fall, den X128 wird es mal in Silizium geben, dann gibt es die, wenn der bis 128 Bit in den Universal-Integer-Registern geht, dann ist eine Regel, dass die Floating Point und die Media-Register eine Größenstufe größer sein sollen, was jetzt bei dem X64-Prozessor auch schon festgehalten wurde. Und das heißt, es geht dann bis Q, bis zu den Create Precision mit 32 Byte Registergrößen in den Floating Points und in den Media-Registern. Und wenn man nur die Double Precision hat, also was jetzt X84 ist, dann soll, wie es jetzt auch der Fall ist, nur die nächste Größe, also die Quad Precision als Floatings und als Media-Register verfügbar sein. Also das ist die Grundsystematik von den neuen XMM-Registern, von diesen Vektor-Registern, die man benutzen kann für so Bildbearbeitungszeug und so. Also hier wird dann nochmal die Adressierung erklärt. Ein Adressierungsbyte besteht aus 3 Bits Größe, Size und der Registernummer. Und ich habe das jetzt hier für die Universal-Integer-Register gezeigt. Also da gibt es die Size 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und da kriegen wir die uns schon bekannten Registernamen.
Und also das ist die Size und hier sind dann die Register, das geht von 0 bis 31 durch, das sind die 5 Bits, die frei bleiben für die Registerauswahl. Und das heißt, so ein Adressierungsvorgang braucht ein Byte und das wird immer wieder in der gleichen Form gemacht, das ist systematisch und ich könnte mir vorstellen, dass diese einfache Systematik dazu führt, dass der Decoder im Prozessor einfacher ist und leichter die Register auffinden und adressieren kann als in der gegenwärtigen x86 oder 64 Architektur, die ungeheuer kompliziert und verwirrend ist. Also es gibt einen starken Bedarf eigentlich, den x86 Prozessor aufzuräumen und zu modernisieren. Und mein Vorschlag ist, das genau nach der Systematik zu machen. Und das ist natürlich ein großes Architekturprojekt und das wird Intel 1 Milliarde kosten und Microsoft und alle, das umzusetzen auf der ganzen Ebene. Und das ist genauso wie Schloss Fünfeck, das kostet 1/2 Milliarde. Das ist eine Architekturidee von mir. Und wenn die niemand umsetzt, dann habe ich als Architekt halt gelost. Und was daraus wird, ich weiß es nicht. Also so sieht es aus. Dann wird es jetzt hier noch weiter fortgesetzt. Das werde ich jetzt im Detail nicht alles erklären, aber man kann sich vorstellen, worauf das hinausgeht und jemand, der den Prozessor kennt, weiß ja, na guten Nacht, was der sich da vorstellt. Und man muss es eben nicht bis 512 Bit durchziehen. Man kann den Prozessor skaliert bauen. Es soll auch eine kleine Version geben, die nur die Single Precision kann. Die hat dann Double Precision Floating als maximal und Double Precision Media als maximal. Das ist ein kleiner Prozessor, den man auch in einen Controller von einer Kaffeemaschine oder so reinbauen kann. Also die Idee dabei ist, wir haben eine Architektur, die lässt sich beliebig skalieren von Kleincontrollerbedarf bis hin zu wissenschaftlichen Supercomputer für irgendwelche Bit-Fetischisten, die nicht genug Bits auf einmal haben können. Also das geht alles und die Architektur skaliert und man sieht es noch nicht mal im Assembler-Code, welche Größe ist, weil ein Assembler-Code bedient alle Größen. Das ist also sehr lustig. So, jetzt gehen wir mal hier wieder in die Ausgabe. Wir haben hier eine Ausgabe T heißt Temporials. Ich habe also in der Fließkomma-Einheit eine Fließkomma-Zahl, die geht wieder von Temporial 00 bis Temporial 31. Es gibt also 32 Größen und ich kann diese ausgeben in Bytes, Words, Single, Double, Quad und sonst was für Precision Größen. Und das kann man in Integer, Unsigned Integer und Floating Points gleichermaßen machen. Es gibt also auch so na, Experimentalgrößen für Floating Points mit 8-Bit und 16-Bit. Das ist natürlich in der Praxis nicht sonderlich wertvoll. Kann man aber definieren. Da hat man so einen kleinen Zoo von Fließkomma-Größen, die man dann in so eine kleine Speichereinheit reinkriegt. Und die Systematik ist so gemacht, dass das alles überdeckt werden kann, auch wenn da das ein oder andere Bit an sich verschwendet ist, weil man es in der Praxis eigentlich nicht braucht. Also da werden jetzt hier Ausgaben von den verschiedenen Größen. Hier sind wir jetzt schon T00 Quadround. Also ich habe jetzt hier das Register T00 x87 Floating Point Register 0, 1, 2, 3, das ist hier bis 7. Q heißt die Quad Precision Größe und Round heißt, es ist eine Größe, die sich runden lässt. Das heißt, die Ausgabe, ich habe jetzt hier 30 Ausgabestellen gemacht und in Wirklichkeit ist eine Quad Precision hat 33 Stellen. Das heißt, ich habe drei Stellen, die ich nicht ausgebe. Diese drei ungenutzten Stellen benutze ich aber zum Runden. Die letzte Stelle, die nicht gezeigt wird, die entscheidet, ob auf- oder abgerundet wird. Und dann kriege ich gerundete Sachen. Hier geht es runden nicht auf, weil ich habe, der macht es mit dem x87-Prozessor, der hat aber nur 18 Dezimalstellen, wie man sieht. Das sind halt die 64-Bit von den gegenwärtig gültigen Temporials. Und der hat keine 33 Dezimalstellen, also 128-Bit Fraction hat er nicht und der x128 hat die dann. Und der Spark-Prozessor hat es schon lange, aber der hat sich im Massenmarkt nicht durchgesetzt. Der ist wohl zu teuer und so, der gilt eigentlich als sehr modern und der Intel-Prozessor ist eigentlich ein mittelalterliches Dorf.
was immer weiter gewachsen ist, was aber dadurch eine Kompatibilität hat und für den Massenmarkt geeigneter wäre. Und die Idee ist halt auch mit dieser Architektur, den wirklich bis aufs Letzte zu optimieren und zu überarbeiten. Und da wird der auch vielleicht noch eine bedeutendere Zukunft haben, als im Moment abzusehen ist, also wie dem auch sei. Dann haben wir hier T00QX. X heißt die Darstellung mit Exponent, das ist die Scientific. Und jetzt mache ich hier die Quad Precision mit 40 Stellen Ausgabe. Und in Wirklichkeit gibt es nur 33. Das heißt, hier sind 7 Stellen an sich umsonst ausgegeben. Die verschenke ich, damit ich hier schön meine 10 Ticket-Päckchen kriege. Und der kann dann nicht mehr runden, weil die runden müsste an der 33. Stelle, der gibt aber bis zur 40. Stelle, die ist aber ungültig. Also ich kann das zwar so lange zerlegen, die Zahl, und da Ziffern erzeugen, aber das sind Zufallsziffern, das hat nichts mehr mit Inhalten zu tun, aus denen kann ich auch keine Rundung ableiten. Jetzt drehen wir mal zurück. Ich habe hier die Double Precision, die haben in der Rundungsform 15 Nachkommastellen, das geht noch, das lässt sich runden und da sieht man, da bleiben auch diese blöden Neuner aus. Das wird dann wirklich glatt gerundet und es geht. Also der Formalismus funktioniert auch und der ist durchentwickelt. Also ich erzähle jetzt hier keinen Schwachsinn, ich habe das auch nicht hingemalt, der rechnet das wirklich und er rechnet es korrekt. Das ist schön. Und jetzt, wenn ich die T0D Double Precision, die Exponentialdarstellung mache, dann habe ich 20 Nachkommastellen. Und der X87 kann eben nur 18 Stellen. Das heißt, hier die 8. Stelle zeigt er noch einigermaßen an und danach ist Schluss. Und das liegt halt daran, dass der nur 64-Bit-Fraction hat. Mehr geht da nicht rein. So, jetzt drehen wir mal noch weiter. Und es geht jetzt hier weiter, die Fließkomma. Hier haben wir T01 Fantastic Precision, also mit 64 Byte. Und jetzt ist es so, weil ich da noch eine Stufe mehr habe, komme ich bis zur T0X X-Integer, also das ist Extended Integer, mit 128 Bytes Registergröße. Die kann ich natürlich nicht rechnen. Mein Display macht das mit links, aber jetzt nicht. Das führe ich irgendwann vor. Das wäre theoretisch noch auf der 128-Bit-Architektur abbildbar und könnte in Silizium gegossen werden, aber das wird wohl keiner machen. Das sind jetzt hier 320 Dezimalstellen und das wird niemand in den Prozessor einbauen. Also das ist, irgendwo hört es auf. Also das ist hier die signed integers, das sind unsigned Hexadezimalzahlen, das ist unsigned binaries, also müssen wir mal hier rüber scrollen, wie lang die sind. Das sind halt jetzt 1024 Stellen, die hier dargestellt werden. Also die Konsole ist jetzt, glaube ich, 2000 Pixel-Characters breit. Das geht dann. Die Konsole kann maximal 10.000, 9.999 mal 9.999 Characters sein. Leider haben sie nicht bis 32.000 mal 32.000 gemacht. Vielleicht in einem späteren Windows wird es noch weiter erweitert, dass man noch größere Flächen hat in der Konsole. Das wäre durchaus wünschenswert. Aber das ist auch schon ganz schön ordentlich, was man da reinkriegt. So, jetzt, das waren die Register dargestellt als die Temp-Reels. Also die Temp-Reels sind die Namen der internen Fließkomma-Prozessor-Register. Und jetzt geht es hier weiter. Wie lange haben wir denn jetzt gemacht? Was macht denn mein Screen-Recorder? 44 Minuten erzähle ich jetzt hier schon. Also mehr als eine Stunde will ich nicht machen. Jetzt kann man das Gleiche wieder aus Memory. Also ich nehme als Adressierung LAX und habe einen Byte-Wert, der als Floating, mit der Floating-Einheit bearbeitet wird. Und also gehen wir mal ein bisschen weiter. Das ist ja Schwachsinn hier. Jetzt sind wir hier bei D. Schauen wir uns das mal an. Das ist eine Double Precision, also 64-Bit, Floating Point mit X87 bearbeitet, durch das Register LAX adressiert und da sind halt die Zahlenwerte drin und hier sieht man wieder die Zahlenwerte, die in der Speicherzelle sind, werden ohne Rundungsfehler, werden also korrekt gerundet und korrekt dargestellt, wie sie dastehen und die, die mit
20 oder 21 Stellen dargestellt werden, da treten diese Rundungs- oder Darstellungsartefakte mit den neuen nur auf. Da kommt man nicht drum rum. Das ist halt, das kann man nicht mehr runden, weil ich müsste ja von der nächsten Stelle dahinter runden und die ist ungültig. Und jetzt geht das weiter. Also das ist alles von der Memory aufgerufen und das ist hier das X. Das sind halt diese 320 Stellen langen Fließkommazahlen von einer Speicherstelle aufgerufen. Das ist in der Form dargestellt. Und jetzt geht es mit den Media-Registern los. Also wir haben hier Media-Register 0, Byte, Integer werden hier dargestellt. Ich kann die mit einem Byte, mit 2 Byte, mit 4 Byte, mit 8 Byte, mit 16 Byte, das ist die Länge, die gegenwärtig gültig ist, 32 Byte, 64 Byte und 128 Bytes aufrufen. Das passt alles in meine 128-Bit-Architektur rein. Wie weit es irgendwann ausgenutzt wird, ist ein anderes Kapitel, aber es geht in die Systematik rein. Und jetzt können wir das Gleiche machen, wir mal mit Word-Vektorgrößen. Also das heißt, das ist alles noch Bytes mit verschiedenen Ausgabegrößen. Jetzt sind wir bei den Words und die Words. Es gibt also ein Word, zwei Word, vier Word, acht Word, 16 Word, 32 Words und 64 Words und mehr geht in den 128-Byte-Register nicht rein. Also damit ist dann dort auch ein Ende. Die X128-Architektur kann eben keine Mediaregister über 128 Bytes adressieren oder man macht wieder so einen Murks wie gegenwärtig mit den AVX-Registern, aber diesen Wildwuchs, der soll abgeschafft werden, das soll viel systematischer dargestellt werden und diese Systematik soll dann auch eine endgültige Grenze, Erweiterungsgrenze vom x86-Prozessor umschreiben, und aber halt auch sehr vielfältig nutzbar sein. So, jetzt könnte man sich, na, was ist denn das? Das alles noch anschauen, aber jetzt hören wir auf mit der Ausgabe. Also da geht es hier noch weiter. Und also in ein Media-Register kann man zur Not auch ein Extended Floating Point reinmachen. Das heißt, die Architektur gestattet es, die Media-Register genauso wie die Fließkomma-Register zu benutzen und zu sagen, okay, wenn jemand will, ins Media-Register nur eine skalare Größe, eine einfache Größe reinzupacken, dann soll er das dürfen. Und dann haben wir also hier wieder 320 Stellen dezimal in einem Media-Register drin. Aber dann haben wir auch nur eins. Und der Witz der Media-Register ist ja nicht das, sondern dass ich mehrere Größen auf einmal reinpacken kann. Also hier habe ich zum Beispiel in ein volles Media-Register zweimal 160 Stellen rein. Also das ist so wie zwei Double Precision in einem vollen XMM-Register, was im Moment geht. Und das wird halt erweitert. So. Jetzt höre ich damit auf. Jetzt gucken wir mal, gibt es hier noch was zu erzählen? Eigentlich nicht, weil ich habe jetzt schon 50 Minuten. Jetzt mache ich noch einen kurzen Ausblick in die PDF-Datei und dann höre ich auf. Dann reicht es für heute. In meiner Homepage gibt es eine PDF-Datei. Also nochmal die Geschichte, deshalb habe ich das mit den Barbies erzählt. Mir hat jemand über eine Meldung bei YouTube eine Pornografie-Verwarnung in meinen Account reingedrückt. Und dann habe ich gesagt, also wenn man wegen einem Adult-Baby-Modeschau eine Pornografie-Verwarnung bekommt, wo bin ich denn da? Da habe ich mir gedacht, also ich muss meine Homepage restaurieren, da kann ich machen, was ich will, weil bis der Staatsanwalt kommt, da muss man schon ganz schön dick auftragen. Und dadurch habe ich einen großen Gewinn. Ich sage, ich brauche sowieso für meine technische Arbeit beides. Ich muss PDF-Dateien sowie Videos und andere Datensätze im Internet verwalten können.
Und dadurch war diese Verwarnung von YouTube eigentlich für mich ein Fortschritt, ein Gewinn, weil ich meinen Kanal will ich natürlich nicht verlieren, aber ich habe mir gesagt, okay, ich nehme ein bisschen von dem Sexzeug raus und mache lieber Technik und halte mich da mit auf YouTube zurück mit zu viel Erotikzeug. Aber ich mache das PDF-Zeug, baue das aus. Und diese Datei ist jetzt in meiner Homepage abrufbar. Da können wir mal gucken. Da gucken wir mal Homepage. Ich rufe die mal auf. Index von Wolfgang Renner. Da sind wir drin. Hauptseite. Und Hauptseite zur PDF-Auswahl. Das ist jetzt auch ein bisschen größer geworden schon. Noch dran gearbeitet. Und meine Homepage PDFs. Hier ist sie. Also jetzt klicke ich die an. Und die ist jetzt von der Telekom geladen, die kann es jeder im Internet runterladen, die ist jetzt öffentlich, die ist da, da wird es beschrieben. Und ich bin jetzt hier im Edge und der Edge stellt genauso wie der Chrome PDF-Dateien dar. Es ist aber nicht die beste Darstellung. Am besten ist der Acrobat Reader von Adobe, nur der Acrobat Reader funktioniert nicht gemeinsam mit dem Debüt-Screen Recorder von NCH. Da muss ich NCH dem mal anschreiben, dass sie sagen, die müssen das abklären mit Adobe, dass ihr Screen Recorder auch den Adobe Reader abfilmen kann. Das funktioniert nicht. Ich habe es heute Morgen nochmal probiert, allen möglichen Varianten. Es geht einfach nicht. Da ist irgendwie eine Verletzung der Speicherzugriffe auf die Grafikkarte, die das nicht möglich macht. Und alle anderen können es. Jetzt habe ich hier Screenshot. Ich habe ja gerade dieses Blatt gezeigt. Das habe ich ausgedruckt. Das ist diese Seite in ausgedruckter Form. Und die kann man weder ausgedrucktes lesen, was hier ist, noch in der Normaldarstellung. Also da kann man mal sehen, da sind so verschiedene Beispiele rausgenommen. Und die kann ich jetzt auch vergrößern. Jetzt mache ich hier mal einfach Plus und vergrößere das. Im Edge, der Chrome macht genau das Gleiche. Der Edge beruht ja inzwischen auch auf dem Chrome. Und mehr ist nicht. Das ist nicht so doll, die maximale Vergrößerung. Aber man sieht, in der PDF-Datei ist wirklich die grafische Information drin. Also das sind die Screenshots von dem, was ich gerade gezeigt habe, das ist drin und wird dargestellt. Und also so sieht es aus. Und das sind jetzt hier PNG-Dateien. PNG-Dateien haben keine Kompressionsartefakte und lustigerweise werden die sogar kleiner von diesen Screenshots als JPEGs. Also ich habe jetzt Screenshot als JPEG. Und die JPEGs, die sind so ein bisschen fehlerhafter, die sehen so farblich verschmiert aus und das liegt einfach an den Kompressionsartefakten vom JPEG. Das kann das nicht besser. Das heißt, man könnte es mit der höchsten Kompressionsstufe abspeichern, da verschwinden die weitgehend. So, das ist jetzt die höchste Vergrößerungsstufe vom Edge und vom Chrome. Das ist nicht so doll. Man kann mit dem Adobe Reader wesentlich höher vergrößern, da kann man wirklich bis auf die Pixel raus vergrößern. Die einzige PDF-Betrachter, der auch einigermaßen funktioniert, ist der SpeedView oder wie er heißt, der zum Speed Commander gehört. Der kann, jetzt gucken wir mal, der ist also auch sehr unausgereift. Da kann man nur über die Pulte hier diese Kontextmenüs Vergrößerung angeben. Ich habe jetzt hier 1000%. Der Adobe kann, glaube ich, bis 6400 oder irgend sowas, also wesentlich mehr noch. Das 1000 ist aber schon deutlich mehr als der Edge und der Chrome kann. Und dann können wir das hier auch mal reinschauen. Also das ist das LaTeX. Das LaTeX sind Vektorschriftsätze, die kann man beliebig vergrößern, ohne dass sie pixelig werden, weil die eben halt als Vektorgrößen. Jetzt kann ich mal hier eins weiter, der tut schön die Seiten. Also das ist auch eine halbherzige Sache. Die Steuerbarkeit von dem ist so nicht so ganz überzeugend. Screenshots, aber ich kann es am stärksten raus vergrößern als PNG, das ist wichtig. Und wenn man sich die PNGs anschaut,
dann sind die fehlerfrei. Also man sieht hier keine Farbschwachsinn. Wenn man es noch größer rausvergrößert auf dem Adobe Reader, sieht man, dass dann so ein Anti-Aliasing oder so nennt man das. Also auf dem Monitor werden die Sachen nicht als reine Pixel schwarz-weiß sozusagen gesetzt, sondern so mit Grau- und Buntwerte, dass es fürs Auge möglichst angenehm aussieht. Und auf dem Adobe Reader kann man so weit rausvergrößern, dass man das wirklich sieht. Den kann ich aber nicht abfilmen. Also das ist blöd, als Screenshot hätte ich es zeigen können. Screenshots kann man machen, aber der Videoscreenrecorder mag es nicht. Jetzt machen wir mal, gehen wir mal hier weiter. So, jetzt sind wir hier. Nee, das will ich doch gar nicht. Screenshots als JPEG. Das heißt, jetzt das, was hier kommt, ist JPEG und das sieht schon schwammiger aus. Und wenn man das mal durchscrollt, da sieht man hier irgendwie, das ist alles so mit Farbsäumen und Unschärfe umschrieben. Hier so komische Farbgeschichten. Also das ist wie eine schlechte Digitalkamera, die dann so chromatische Aberrationen und so macht. Und das entsteht einfach durch die Kompressionsartefakte vom JPEG. Also das hat das halt so. Und das PNG tut nicht komprimieren, das ist pixelrein, wird das abgespeichert. Und deshalb ist das PNG besser, um solche Sachen zu machen. Aber das JPEG ist normal, es ist kleiner als PNG bei Fotos und so, aber hier ist sogar das PNG kleiner als das JPEG. Und hier sieht man das auch, hier so lauter bunte Farbausrisse und es ist unscharf, ist alles verschmiert, also JPEG ist nicht so gut geeignet. So, jetzt mache ich mal Folgendes. Das sind jetzt eine Stunde und ich höre jetzt auf. Und es wird wieder mehr geben und es reicht für das Video. Und jetzt verabschiede ich mich und bis zum nächsten Mal. Tschüss.